Lords of Draenor! Hallo und herzlich willkommen hier zur 12. Beta-Show. Es geht wieder Sightseeing los. Und zwar geht es diesmal Richtung Gorgrond. Nachdem ich letztes Mal, als ich versucht habe, das aufzunehmen, nämlich gestern, ständig Abstürze hatte, hoffe ich, dass es heute ein bisschen flüssiger läuft und wir vernünftig nach Gorgrond kommen können. Kurz zur Einführung nochmal. Wir waren ja mit der Allianz im Schattenmoontal. Und zwar ist das hier. Und mit der Horde startet man in Frostfire Ridge. Das ist hier oben. Gorgrond ist da, dieses Gebiet, was so grün wird, wenn man rüber geht. Und ist im Prinzip das zweite Gebiet, also ab Level 92, wo man questen kann. Ab Level 94 geht es dann nach Talador und 96 nach Nagrand, 98 hier auf die Spitzen von Arrak. Und der Tanan-Dschungel abseits des dunklen Portals ist ein Level 100 Gebiet, genauso wie natürlich Ashran, was ein PvP-Gebiet ist und was ich euch gestern schon gezeigt habe. Ja, wir fliegen als erstes, wenn wir von Shadowmoon Valley nach Gorgrond fliegen, übrigens auch hier über den Tanan-Dschungel, der noch nicht fertig ist, wie ihr hier direkt sehen werdet. Hier ist auch noch einmal die Höllenfeuer-Zitadelle. Ich habe keine Ahnung, was die noch hier macht. Die ist wohl ja beim Überarbeiten haben sie sich ja das alte Gebiet, also Hellfire war ja hier, genommen, haben das überarbeitet, haben überlegt, was machen wir daraus. Das ist daraus geworden. Das Ding steht hier noch. Fragt mich nicht, wieso es noch hier steht. Es steht aber noch und das Ganze ist auch nicht fertig. Wenn ihr euch jetzt hier nochmal diese Flüsse anguckt, wie die geschnitten sind, ne, das ist halt, ja, da muss noch einer mal richtig drüber gehen und das ja richtig machen, dass es hier weit davon entfernt, auch nur irgendwie fertig zu sein. Hier die gerade Wand zum Beispiel, das rausgeschnitten. Das ist noch nicht so, wie es sein soll. Hier schon mal so ein paar Anflüge von Veränderungen mit den Schiffen der Eisernen Horde. Und da drüben sehen wir dann auch schon so ein bisschen einen subtropischen Eindruck von Gorgrond. Ja, für alle Hintergrundgeräusche muss ich mich übrigens entschuldigen. Ich kann nichts dafür. Zum einen ist es eine kleine Klimaanlage. Zum anderen ist es draußen jemand, der meint, er müsste einen Baum Fällen, habe ich schon den ganzen Morgen sehr, sehr nervig, sage ich euch. Naja, also, hier schön mit den Greifen der Allianz Richtung Gorgrond rein. Gorgrond, ein tolles Gebiet. Ich muss sagen, ich hatte mich darüber nicht so informiert bisher und hat meine Überwartung mehr als übertroffen. Also, was ihr gleich sehen werdet, beziehungsweise was ihr auch hier schon seht, ist ein unglaublich, also das vielfältigste Gebiet überhaupt. So viel Unterschiedliches in einem, wie in diesem Gebiet hier nochmal so ein paar Ebenen, wie auch in den Zangamarschen mit diesen Riesenpilzen. Das ist so ein kleinerer Sumpf. Ich weiß auch nicht, das wird ja hinterher zusammengemoscht. Also, das hier, Teile von Gorgrond werden ja zu Blade Edge Mountains, beziehungsweise auch von Frostfire Ridge zu Blade Edge Mountains, den in der heutigen Outland. Und das sieht man dann auch. Könnte sicher sein. So. Aber wir müssen hier ein bisschen durchreisen. Ja, wenn man hier reinkommt, ich finde schon diese Straße sieht einfach sehr, sehr interessant aus. Das erinnert so ein bisschen hier an der Stelle an Sholazar Bajan, also in Northrend, Sholazar, ja, ich weiß nicht, kennt ihr sicherlich. Und das ist das einzige Gebiet, an das es mich hier erinnert. Ist natürlich ein bisschen schade, weil Sholazar, da ist man so selten noch, ne? Ich weiß nicht, wann wart ihr das letzte Mal in Sholazar? Ja, ich schon ewig nicht mehr in Northrend, dem Rest vielleicht noch, aber Sholazar überhaupt gar nicht. Und ja, das sieht schon toll aus, macht einfach einen ganz, ganz tollen, interessanten Eindruck. Und ja, übrigens habt ihr auch gemerkt, wahrscheinlich gerade eben, hey, Interface, Add-ons gehen wieder richtig. Das hier, TokuEye, für alle, die fragen werden, mit Sicherheit, die kommen ja. Aber ich glaube, wir blenden das mal aus und wollen uns ja hier nur dieses wunderbare Gebiet angucken. Ihr seht schon, es verändert sich hier leicht an dieser Stelle. Denn hier rechts würde es dann abgehen in die Berge, wenn wir mal die Karte, achso, ein Interface, keine Karte, dazu holen, seht ihr das? Da ist nämlich hier oben die Raid-Instanz und da Iron Dogs eine 5er-Instanz gelegen. Da Schluchten, hier dieser Teil sehr grün und wir gehen jetzt erstmal diesen Teil hier runter, würde ich sagen. Wir kommen ja an hier an dem Punkt und gehen da jetzt einmal runter und dann hier hoch in die Richtung. Das ist ein sehr, 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 sehr imposantes Gebiet. Einfach wirklich großartige Arbeit, die die Entwickler von Blizzard hier geleistet haben. Hier sehen wir dann nochmal an der Stelle diesen
ja, Sumpf hier mit den Riesenpilzen. Da oben so eine Chimäre. Sehr, sehr schön gelegen und sehr, sehr schön gemacht. Also, ich weiß nicht. Ihr merkt vielleicht ein bisschen, dass ich begeistert bin, denn sobald ich in dieses Gebiet gekommen bin, war ich begeistert. Einfach unglaublich, wie toll das hier ist. Ich komme da oben nicht durch. Das ist ein bisschen Phasing, also dieser Klotz, der da ist. Ich kann hier aber das Ganze umgehen und hier links runtergehen. Wollen wir das auch mal machen und uns hier ein bisschen mehr von dieser tollen Umgebung angucken. Ist wie gesagt Zeitziegen hier, also ich weiß nicht genau, was man hier macht. Ich bin da noch nicht so gekommen, hier richtig durchzuquesten. Ganz, ganz toll. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Ein geiles, geiles Gebiet. Gefällt mir einfach richtig, richtig gut. Das hat was hier dann so ein bisschen was von Ruinen teilweise, die halt hier links, ist ja alles irgendwie überwuchert. Das, was hier früher mal war, jetzt aktuell offensichtlich sehr, sehr unberührt, diese Ruinen, die da sind. Und ja, das ist wirklich ganz, ganz toll. Da haben wir es wieder. Und im Hintergrund diese komische Säge. Wie gesagt, ich kann das leider nicht konzentrieren. Tut mir leid. Ich habe schon das so zu wie möglich. Ist sehr, sehr laut direkt vor meinem Fenster. Belegt euch, wenn ihr dabei hättet schlafen wollen heute Morgen. Da war es noch schlimmer. Ja. Müsst immer sehen, schlimmer geht's immer. Ja, hier jetzt auch wieder völlig anders irgendwie schon wieder. Also klar, es ist immer noch grün, aber das Grüne ist halt einfach ein bisschen was anderes. Gehen wir nochmal in diese Ruinen rein, würde ich sagen. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Da war ich selber auch noch nicht drin. Hier halt wieder diese überwucherten, ja, was ist das jetzt hier? Sind das Silithiden? Nein, das sind bestimmt keine Silithiden. Die gibt es ja, glaube ich, nur, das sind diese Ravager. Die kennt man ja sonst aus Hellfire. Sehr viel. Was es hier für eine Zivilisation war, weiß ich nicht. Ich würde jetzt hier in Draenor immer auf Ogre tippen, wenn es ganz, ganz alte Gebiete sind, weil Ogre ja hier schon sehr, sehr lange leben und das eines der älteren Völker ist, hier in dem Gebiet, in dieser Zone. So, da seht ihr, da geht es jetzt dann wieder Richtung Tanglehart hoch. Wollen wir aber mal nicht machen, sondern gehen mal hierher. Und umrunden das so ein bisschen, gucken uns das mal weiter an. Tolle Zone, wirklich ganz, ganz tolle Zone. Ja, übrigens hier diese Vögel, da habe ich mir einen von erstmal gezähmt. Habe ich dabei, kann ich gleich mal rausholen, wenn ich absitze. Als ich hier reingekommen bin und die gesehen habe, habe ich gedacht, Mensch, den musst du zähmen. Sieht cool aus einfach. Bisschen an diesen einen Vogel da aus diesem Film. Ihr wisst jetzt schon, welchen Film ich meine, den ich nicht gesehen habe. Hat sie mich direkt erinnert. Ja, tolle Zone. Wie gesagt, irgendeine Zivilisation war hier. Ich weiß nicht, ob man weiß, was das ist. Also ob man das hier rausfindet, während man hier ist. Ich kann es euch jetzt aktuell nicht sagen. Hätte jetzt halt auf die Ogre getippt, da die hier sehr, sehr weit verbreitet sind. Jetzt gerade ist ja übrigens wieder so ein Event losgegangen, falls euch das aufgefallen sein sollte. Ja. Also das sieht natürlich jetzt dann schon noch wieder so aus wie am Anfang, wo wir auch angekommen sind, wo wir hier mit dem Greif gelandet sind. Und jetzt gleich werden wir einen Schritt machen hier rüber in diese Stonewall Arena. Stonewall, das wird euch dann jetzt gleich wieder ein bisschen bekannter vorkommen, weil es ein Feeling hat einfach von dem Blade Edge Mountains. Ich weiß gar nicht, wie dieses Blade Edge Mountains ehrlich gesagt heißt in deutscher Sprache bei Blizzard, keine Ahnung. Und ja, auf jeden Fall, da wird es euch ein bisschen bekannter vorkommen. Da sehen wir zwei Riesendinger, wie ihr seht, Tok und irgendwem anders miteinander im Kampf. Die würden aber wahrscheinlich auf uns aufmerksam werden, wenn wir anfangen, sie zu beschießen. Auch hier eine alte Straße, die entweder vor kurzem oder schon länger hier, ja, kaputt gemacht wurde. Vielleicht von der Eisernen Horde, ich weiß es nicht, oder von Gronz. Gronz sind ja auch hier stark drin. Ja, ihr kennt das ja, Gruul. Da hinten ist einer zum Beispiel, vielleicht Sohn von Gruul, ich weiß es nicht. Und hier wird es dann ganz anders. Das ist immer noch dieselbe Zone, das gehört immer noch zum selben Gebiet. Ihr seht das hier, wir sind hier in den Ausläufern. Da hinten geht es dann in das Hordengebiet, Frostfire Ridge, ja. Und hier eben das alles, diese Zone, Gorgrund, in der wir hier sind, die dann jetzt hier schon deutlicher an Blade Edge Mountains erinnert.
Und die halt, ja, auch hier definitiv so ein bisschen das heutige Blade Edge widerspiegelt. Ihr dürft natürlich nicht vergessen, dass einige der Änderungen, die hier durchgeführt wurden, von der Eisernen Horde auch unter anderem, natürlich nicht in unserem Outland widergespiegelt werden, weil das ist ja nicht die richtige Vergangenheit von uns, sondern lediglich ja, eine mögliche Vergangenheit, ein ja, Zeitstrahl, der quasi alternativ ist. Und ja, hier sehen wir jetzt Wüste, Ödnis, das die andere Variante von Gorgon, so ein bisschen wie der Grand Canyon, Death Valley in den USA. Ich weiß nicht, ob man sich da in die Richtung hat inspirieren lassen. Wir besuchen das mal nach weiter hinten durch diese, da sehen wir zum Beispiel diese Viecher, die da aus diesen Pools klettern. Und kommen dann gleich zur 5er Instanz, zu den Iron Docks, das ist ja hier oben, beziehungsweise können uns auch aus der Ferne nochmal die Raid Instanz, die momentan nicht zugänglich war, ohne zu questen, ich weiß nicht, ob man bei den Quests schon direkt bis an die Tore kommt, hier ganz viele Grons, teilweise erstarrt, oder nicht teilweise, sondern alle hier erstarrt irgendwie aus irgendeinem Grund zu Stein, da ist auch eine riesige Hand, die aus der Wüste kommt. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Da müssen wir uns überraschen lassen. Und da vorne sehen wir schon die Blockade. Hier Level 100 Monster, da muss ich natürlich aufpassen. Wird wahrscheinlich Level 100 Gebiet dann auch sein. Also eine Zone innerhalb des Gebiets. Ich muss natürlich dann gucken, dass ich schnell wegkomme, weil mit Level 92 ziehe ich natürlich bei Level 100 Gegnern sehr, sehr schnell mal aggro. Wir laufen hier mal rechts rum, weil so spannend sind die Iron Dogs nicht. Die sind auch momentan noch nicht offen, da kommt man nicht rein. Da müssen wir mal gucken, was wir da machen. Und gucken mal ganz kurz vor die Raid Instanz, bevor wir dann nochmal zu den Iron Dogs gehen. Da seht ihr sie. Da hinten ist die Raid Instanz in dieser Festung da. Irgendwas von Blackrock, also des Blackrock Clans, mit schönen Blitzen im Hintergrund natürlich. Unglaublich passende Atmosphäre. Packend das Ganze gemacht. Das wollen wir stürmen. Wenn man ein bisschen weiter reingeht, hat man dann so ein komisches Symbol. Ich glaube, da muss man Ressourcen sammeln, irgendwie Bäume fällen oder sowas, wenn ich das richtig verstanden habe, um das Ganze aufzubrechen. Achso, ja, gut, haben wir da unten. Interface-Anpassung sei Dank. Da seht ihr es, 0 von 100 und wenn man halt 100 hat, kann man da weitermachen. Aber jetzt dann nochmal zu den Iron Dogs. Mein Gott, da draußen bricht der Baum noch nebenbei ab. Und da jetzt nochmal hin. Kurzer kleiner Werbeeinblick für uns persönlich, während wir hier reiten. Wir haben im Moment ganz, ganz krasse Gewinnspiele. Es gibt natürlich zum einen Beta-Keys direkt zu gewinnen für VOD bei uns auf venom.eu. Es gibt ein Tablet im Wert von 800 Euro von Samsung zu gewinnen. Im Moment über eine unserer Netzwerkseiten, Shootstar, müsst ihr mal schauen. Einfach so, kann jeder mitmachen. Und es gibt noch einen Raid zu gewinnen, hier übrigens nochmal rechts, da solltet ihr mal unbedingt rausgucken. Ein Raid zu gewinnen in Siege of Orgrimmar Heroic. Und da könnt ihr halt gewinnen. Wenn ihr mitmacht, gibt einmal die Möglichkeit für alle zu gewinnen und einmal die Möglichkeit für Superheroes. Einfach mal auf venom.eu vorbeischauen, mitmachen und vielleicht gewinnen mit der Gilde Hope and Despair oder Impact. Ganz, ganz toll, dass die uns da helfen. Und da könnt ihr dann halt, egal was ihr von der Ausrüstung habt, egal was ihr von der Fraktion habt, wir zahlen den Factor Change, wenn ihr Allianzler seid. Und ja, da könnt ihr mitmachen. So, während ihr hier guckt. Und im Hintergrund diese nervigen Holzfäller. Tut mir leid, ich habe den ganzen Tag jetzt schon versucht zu warten, bis ich das aufnehmen kann. Ich hoffe, das stört nicht zu sehr im Hintergrund. Und ihr könnt euch darauf konzentrieren, was ich hier sage. Aber vermutlich... Oh, guck mal, hier ist ein Flickmeister. Oh, Nisha. Mensch, ich glaube, Nisha weiß gar nicht, dass der hier Flugmeister ist. Muss ich mal einen Screenshot machen und schicke ich ihm gleich. Ist wahrscheinlich nicht nach ihm benannt, nehme ich stark an, aber...
Vielleicht schmeichelt Ihnen das dennoch. Ja, jetzt sind wir so langsam hier an dem Endpunkt unseres Rundgangs, die Iron Docks. Ich nehme an, dass die Iron Docks der Hafen, logischerweise, wie man ja auch sieht, der Eisernhorde sind, von wo aus die operieren, von wo aus die innerhalb von Draenor alles verschiffen. Ist eine 5er-Instanz, könnt ihr sehen, wenn ihr hier vorkommt. Funktioniert aber im Moment nicht. Zwar sagt er, ich muss 92 sein, aber bin ich natürlich schon. Ja, 5er-Instanz hier direkt mitten im Herzen von Gorgrond. Gorgrond, Level 92 bis 94 Gebiet. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Folgt uns auf Venian.eu, macht bei unseren Gewinnspielen mit. Bis zum nächsten Mal, euer Venian.